Der nächste Wein, den Sie im Glas haben, ist der Zweigelt Jahrgang 2012 vom Weingut Gager aus Deutschkreuz. Die Trauben kommen, und das ist im Mittelburgenland typisch, von schweren Lehmböden, Hochberg in Deutschkreuz. Ausgebaut ist der Wein worden im geschlossenen, temperaturgesteuerten Gärtank. Temperaturgesteuerte Tanks sind sowieso Standard, das gehört dazu. Es ist aber sehr oft unterschiedlich, ob im geschlossenen Tank unter totalen Ausschluss von Sauerstoff vergoren wird oder im offenen Tank, wo doch Sauerstoff dazukommt. Der Unterschied ist, bei geschlossen vergorenen Tank will der Winzer versuchen, dass noch mehr Frucht im Wein drinnen ist. Also da ist das Ziel, sehr, sehr fruchtige Weine zu machen. Wenn offen ist, kann und möglicherweise die Gärtemperatur eher am oberen Limit ist, dann kann schon passieren, dass zwar der Wein mehr Kraft, mehr Volumen bekommt auf der einen Seite, aber dass auch Aromen jetzt unter Anführungszeichen verdampfen durch den offenen Gärtank. Und doch beeinflusst der Winzer eben durch die Methode, wie er arbeitet, welchen Weinstil er haben will. Hier war ganz eindeutig das Ziel, leichteren, fruchtigen Wein, aber aufgrund des Bodens und der Reife der Traube, das kann der Winzer durch den Gärprozess nicht beeinflussen. Wenn der Traubenzucker sehr hoch ist, dann ist natürlich durch den Gärprozess auch der Alkohol relativ kräftig. Warum sage ich das jetzt da dazu? Weil der Wein 14 Alkohol hat. Wann kann man das erreichen? Wenn man den Ertrag stark reduziert, dass weniger Trauben am Stock drauf sind und die Laubwand muss optimal passen, dann ist es möglich, sehr hohe Zuckerwerte zu erreichen und eben einen entsprechend hohen Alkoholgehalt. 14% Alkohol, 1,3 Gramm Restzucker und 5,4 Gramm pro Liter Säure. Ja, die klassischen Weine sind meistens mit Schraubverschluss ausgestattet, hat den Vorteil, dass es halt keinen Korkschmecker gibt. An und für sich wäre ja Schraubverschluss eine optimale Lösung für alle Weine. Scheitern tut es bei den Top-Weinen in erster Linie daran, dass die Konsumenten einen Wein mit 30 oder mehr Euro mit einem Schraubverschluss wollen. Da soll halt ein Naturkork drinnen sein, aber bei den Naturkorken und bei Weinen in der Kategorie, da kann man dann natürlich schon einen sehr, sehr guten Kork hineinnehmen, der dann 1 bis 1,30 Euro ein Stück Kork kostet. So teuer sind die, aber da kann man einigermaßen sicher sein, dass es kaum einen Korkschmecker gibt. Eine weitere Alternative, wie zum Beispiel Gernot Heinrich, Ummertum und ein paar andere Spitzenwinzer, verwenden auch Glasverschluss.